Was? Ach, da hinten! Dieses kleine Fußvolk, ey, was wollen die überhaupt von uns, nachdem wir den Boss besiegt haben auf geilste Weise? Sag mal, Respekt. Ich wäre schon mal am Ausgang. Ich noch nicht, weil da ist einer auf dem MG-Geschützturm. Der schießt auf mich, während ich hier looten möchte. Okay. Dein Schild, was du mir gegipst hast, das braucht ganz schön lange. Alter, bestes Deutsch. Junge, Junge. Alter, hier ist das übelste Schild, kostet einfach 30.000, ey. Was? Mann, kann ich mich kaufen. Nein, steht nicht dein Schild, Junge. Ich merk's, ich krautsche jetzt einfach hier rüber, ist mir egal. Mann, jetzt bin ich unten! Weil ich den da hinten nicht wegkrieg. Fliegi, Hilfe! Ja, warte, ich komm angerannt. Oh, scheiße, bist du weit weg. Ob ich das noch rechts... Nee, das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Ah, ich war ja noch nicht fertig mit Looten. Ich bin looten! Mann! Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Genau da, wo wir hin müssen. Oh, ich will noch nicht. Da war ich noch nicht fertig mit Looten. Gehen wir da nochmal hin. Was willst du denn da holen? Da waren noch Kisten. Ja, das waren wahrscheinlich Schrottkisten, oder? Ich weiß es nicht. Du hast eine Hasenpfote um deinen Hals hängen. Echt? Ja, eine Hasenpfote und einen Schlüssel. Oh, yo. Sehe ich auch auf meinem Bild hier. Cool. Weißt du, was scheiß auf die Kisten ist, aber kein Bock mehr dahin zu laufen. Ja. Lass uns unseren Scheiß abliefern. Warte mal, ich möchte irgendwas kaufen. Warte. Ich wollte es noch abbrechen. Dann war es zu spät. Würde ich jetzt auch sagen. Dann kaufe ich was in der Basis. Diese Ladebildschirme. Oh. Unmenschlich lange. Das sind für 3 Minuten vor 2 Uhr. Läuft doch. Dieser, ich unterbreche dein Schild, Rocket Launcher, ist episch. Wollte ich nur noch mal anmerken. Ja, der hat viel gemacht. Sledge Shotgun hat Schaden 57x11, Zielgenauigkeit 0,0 und Feuerrate 4,2. Aber ist eine Shotgun, ne? Ja, die Legende lebt. Plus mal 50 Nahkampf, 106 Schaden, halt die Fresse, plus 10.000 Feuerstoßanzahl. Okay. 10.000% plus Feuerstoß an Dingens. Was ist das überhaupt, Feuerstoßanzahl? Wie viel Feuerstöße es wahrscheinlich abgibt, keine Ahnung. Hm. 10.000 hört sich übertrieben viel an. Ja, ist auf jeden Fall lila untermalt. Ach mal, keine Ahnung. Sollen wir kurz auf Map gucken. Zur Basis müssen wir, ne? Yay. Da, wo es angezeigt ist. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo muss ich jetzt überhaupt langfahren? Ah ja, gut, wenn ich hier jetzt... Okay. Nein. Du bist falsch. Hä? Jo, das ging schneller als ich dachte. Scheiße. Hier rechts. Rechts halten, genau. Und da... Jetzt geradeaus und da vorne an der Ecke links. Genau. Und jetzt nur der Straße folgen. Oder was auch immer du da tust. Warte mal. Diesen gepunkteten Weg. Huch! Genau hier den Weg einfach entlang. Gut. Ja, jetzt habe ich's. Ja, ich hab's. Turbotastisch! Hier können wir jetzt nach links und das abliefern. Perfekt eingepackt, Junge. Hm.
Ob wir wieder verfolgt werden von irgendwelchen Deppen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich. Oh, da ist was im Kaffeebecher drin. Yeah, $26 geklaut. Ich bin so badass. Oh, kurz gucken. Sehr schön. Abreise aus Firestone. Weißt du, was wir dann haben? Wir haben das erste große Gebiet komplett geschafft. Geil. Ich habe nur eine Trophäe. Ich habe vergessen, sie vorzulesen. So. Die Fresse, du dämlicher Mongo. Sniper, tschüss. Sledge Shotgun. Ich verkaufe die einfach. Elementar-Artefakt. Schock-Artefakt. Verbessert Bricks-Berserker-Skill. Fügt Schockschaden hinzu. Genau, das ist das, was du als Feuer hast, kannst du dann auch als Schock machen. Habe ich da nur eins von beiden? Ja, du kannst nur eins von beiden ausrüsten. Du kannst halt zwischen den beiden immer wechseln. Ah, das ist gut, dann, das ist super. Wenn ich wechseln kann, ist das okay. Ah, da steht's auch. Brand oder Schock, sehr gut. Ich bleib erstmal auf Brand, weil wir ganz viel mit so einem kleinen Viehzeugs immer zu tun haben. Ja. Ich bin wieder da rausgegangen, Mann. Also die Launcher. Ah, ich habe mir was Neues rechts. Centurio Class Mod. Erforderlich Klasse Berserker. Ah. 24% Team, maximale Gesundheit plus ein Schutzskill. Ja. Das ist bei mir zweiter Schütze, da habe ich plus 3 Team regeneriert Munition. Aha. Und plus 1 Vorratskill. Also wenn wir nebeneinander kämpfen, dann regeneriert sich unsere Munition auf Dauer. Das ist ja nice. Finde ich voll cool. Wo ist der Waffe? Ah, da ist Waffe. Wo ist Heilen? Da. Hier vorne, ja. Ich will mich heilen. Ich bin besser, ich brauche Heilung. Du was? Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Leib ist dir das egal. Wenn du das sagst, wird schon nicht stimmen. Ich klaue einfach mal dein Zeug. Ich kann nur eins einfach mit einem Scheiße. Du hast, was du brauchst, also verstehst. Ich würde gerne Munition, die ich nicht brauche, verkaufen können. Das wäre geil, ne? Ja, das wäre voll cool. Die haben Post, ich kann sie nicht mitnehmen. So, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt finito für heute, oder? Ja, wir gehen noch zum Speicherpunkt. Ach, ist schon jetzt automatisch gespeichert. Also bei mir auf jeden Fall. Hier, wechsel mal hier kurz deine Farben durch, dann speichert er das ab, das Spiel. Okay. So, jetzt mache ich wieder ein auf Blackie. Black is beautiful. Was hatte ich denn da eben drin? Lila, ne? Was hatte ich denn da eben drin? Ich glaube, das hatte ich drin. Ah, ich bleib so, wie ich bin. Ich sehe mich ja sowieso nicht in meiner Aufnahme, von daher. Alles fit? Klar, bei dir? Ja, siehst du doch. Alter. Was hast du vor? Nichts, er hat doch gesagt, lass uns tanzen. Lass uns tanzen. Okay. Warte, du musst springen und dich dann doll drehen. Ui. Ui. Damit würde ich mal sagen, beenden wir diese Aufnahme. Hat wieder richtig Bock gemacht. Und ja, mal sehen, wann wir wieder aufnehmen. Ich hab keine Ahnung. So. In dem Sinne. Arrivederci, meine kleinen Coronis. Wir sehen uns in der nächsten Session wieder, wenn wir uns fröhlich im Kreis reden. Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einer neuen Aufnahmerunde von Borderlands, den Grenzgebieten, mit Fliegi! Da fliegt Hallo, er! Hallo, Leute! Ja, da fliegt er! Ah, ich dachte, er springt noch einmal. Yeah. Oh, warte! Hui! Yeah!
Ich bin ein Flummibär. Ich bin ein Flummibär. Ich bin ein kleiner, kleiner Gummiflummi-Bummibär. So, viel dazu. So. Aufnahme fängt schon super an. Erstmal Hallo, die Facecam machen. Das kann ich leider nicht. Ja. Halt die Fresse, Claptrap. So, was wollten wir jetzt eigentlich machen? Wir wollten, glaube ich, ein neues Gebiet gehen, oder? Genau, dafür müssen wir hier mit Claptrap sprechen. Okay. Du es. Quatsch ihn an. Kannst du ihn ansprechen? Nö. Ich auch nicht. Aber hier steht mit Claptrap gesprochen. Und steht bei dir auch rechts, ne? Warte mal, oder gibt's hier noch einen anderen Claptrap auf der Karte? Warte mal, ich guck mal eben kurz. Kann auch sein, dass wir woanders hin müssen. Weil wir haben am anderen Ende der Map einen... Alter, ja, okay. Ach du meine Fresse, da ist ein Fragezeichen. Was hat denn das Fragezeichen? Noch nicht entdeckt? Okay. Wo denn? Hier, ganz kurz vor dem Zielort. Oder ist damit gemeint, dass wir da noch nicht den Wagen geholt haben? Nicht entdeckt? Ja, wir können ja da anhalten und gucken, was ja. Da ist. Aber sonst haben wir alles eigentlich, ne? Vielleicht ist das auch die eine Mission, die uns kaum noch was bringt. Kann auch sein. Diese Schnitzeljagd. Ja. Abreise aus Firestone, okay. Mit Claptrap gesprochen. Ernest gefunden. Schnitzeljagd, Combat-Reifel. Level 15, das haben wir ja auch gar nicht. Das ja, weil wir hatten letztes Mal diese beiden Missionen bekommen und weil die eine hier so schwach ist, wollten wir die ja nicht mehr machen. Ah ja, stimmt. Stimmt, das bringt ja fast nichts. Stimmt ja. Ja. Obwohl da die Belohnung 2346 Erfahrungspopel ist. Wenn du willst, können wir es auch machen. Also, Zeit haben wir ja. Ja. Wenn du es aktivierst, einfach, machen wir das. Einfach für die Vollständigkeit. Da können wir uns ein bisschen einknallen, einballern. Okay, okay, los geht's. Und, ist das da? Es ist jetzt ziemlich mittig auf der Karte. Da, wo wir öfter, wo wir einmal mit, hier, wo wir einmal die Wand runtergefahren sind und dann auf dem Kopf irgendwie hing, so total stulle. Ich folge dir. Okay. Mir nach, Gefährte. Der Brecher. Jetzt kommen eigentlich bestimmt wieder unsere kleinen Freunde. Ist das weit weg? Müssen wir uns ein Auto besorgen, oder? Ja, ich guck mal schnell auf die Map. Upsa. Ja, ein Bike wäre schon ganz geil. Das ist ja zum Glück hier vorne sofort. Ich mach mal eben schnell eins. Jo. Ja, danke, Spiel. So. Ich bin bereit. Sehr schön. Wo bin ich? Ach, da bin ich gerade. Oh. Das Gute ist, in Teil 2 kann man sogar zwei Autos generieren, dann kann man immer nebeneinander herfahren. Das ist ja cool. Ach, hier ist wieder so eine kleine Misthöhle. Verpiss dich. Ja, die ist hinter dir. Ist auch tot. Die einfach nicht mehr Erfahrungspunkte geben. Wirklich gar keinen einzigen? Stimmt. Keinen einzigen. Komm, wir fahren. Okay, ich komme zu dir. Kann ich nicht mitnehmen. Oh, Geld, wir sind reich. $12. Ich habe 10.000, geil. Cool. Wo sieht man nochmal das Geld? Wenn du was einsammelst, leg das kurz auf oder du gehst ins Menü. Okay. Und zwar nach ganz links und dann steht das unten links. Okay. Jetzt komm, ich sitze hier ganz halt wie so ein Trottel im Auto. Okay, ist ja gut. So, nur weil ich schwarz bin. Ganz genau, nur weil du schwarz bist. Bla bla bla. Ich habe überlegt, ich werde mir vielleicht doch nochmal eine Shotgun zulegen für den Nahkampf, weil das da... Oh, warte mal. Ja, was ist los? Warte mal kurz auf mich. Eine Rückendeckung. Okay, okay. Money, money, money. Du musst hier auf der anderen Seite aber auch einsammeln. Ja, mach ich auch. Ist mir doch gar nicht aufgefallen, dass hier solche Dinger sind, oder? Ja. Die sind einfach wieder neu voll. Nee, wenn wir das Spiel neu starten, sind die wieder neu voll. Ah, sehr schön. Dann müssen wir eigentlich alle Orte nochmal abklappern und nochmal das Geld sammeln. Ja, sicher. Natürlich in-game, damit wir auch alles drauf haben. Es könnte ja was Spektakuläres nicht passieren. Ja, man kann halt, wenn man das Spiel hardcore suchten will, alle Gebiete nochmal bereisen, alle Bosse nochmal töten und dann halt immer auf die Rare Drops hoffen. Ah, okay. Also es gibt Spieler, die starten das Spiel, gehen zum Boss, wenn er nichts Seltenes geworfen hat, starten die neu, gehen zum Boss, immer und immer wieder. Okay, das könnte, ich könnte mir auch was Schöneres vorstellen. Ja, ja.
Mal. Ich auch. Ich will es halt durchzocken, ne? Man genau. muss ja nicht übertreiben. Nein, wir machen hier keinen 100% Walktruf. Wir machen ein Let's Play, das heißt, wir machen nicht alles. Ja. Mal kurz gucken, jetzt müssen wir hier links runter, alles klar. Ich folge dir, mein Führer. Alles klar. Ich bin wenigstens einer, der auch was austeilen kann, nicht immer nur sagt, ja, du musst dahin. Oh, nach Kalpin. Wir müssen da oben hin, okay. Hui, Alter. Ich würde mal sagen, hier steigen wir aus. Weil es kommt dann, ja. Dann da durch, ne? Genau. Ach. Ah, oh, verwirrend, falschen Knopf gedrückt. Fängt ja gut an. Ich mach mal den hier, ich klopf den mal schnell kaputt. Wo ist er? Ach, der brennt, okay. Alter! Das ist außer Luft angegriffen. Kommt her! Kommt her, ich box euch runter! Komm! Blöd, Mann. Stehe. Oh, was war der denn? Was auch immer das ist. Alter, wer schießt mich denn an? Keine Ahnung. Ach, der! Ich dachte, du stehst neben mir und wir kämpfen zusammen. Dabei war das ganze Zeit mein Dude, der mich im Rücken schießt. Okay. Ich hab, bin im Berserker-Modus auf dich draufgegangen, dann wusste ich nicht mehr, wo die herkommen, dann wurde ich weggerannt. Ah, da fällt runter, tot. Sehr schön. Was greift mich denn jetzt schon wieder an? Wahrscheinlich diese fliegenden Mistfotzen. Ich meine, Mistviecher. Ich bin überdacht. Ach, dahin? Huch. Ich wurde die ganze Zeit mit einer Axt im Rücken geworfen. Okay. Aber von richtig weit weg, so voll dunkel. Oh, der ist tot. Ja, jetzt kann er mir auch nicht mehr. Piepmatzi ist auch tot. Anscheinend habe ich das Gehäuse schon aufgehoben, ohne es zu merken. Oder hast du was genommen? Nicht, dass ich wüsste. Oh, Baby, du wolltest doch eine Shotgun haben, ne? Ja. Dann habe ich eine für dich. Okay, bin ich mal gespannt. Bist du hier neben mir? Ich bin hier bei dir. Okay, warte. Nicht, dass es... Ah, falscher Knopf. So, hier. Irgendwo ist noch ein böser Bock. Blaue Shotgun. Komm, schnapp sie dir. Shotgun. Hoffentlich ist sie besser als die du hast, falls du eine hast. Nö, ich hab ja keine mehr. Die habe ich ja alle verhökert. Ah, da unten steht jemand. Warte mal. So, er ist Geschichte. Und wie gucken. Gefällt dir die Shotgun? Warte, ich muss sie mal auch aus. Warte mal angucken. Shotgun. 9x55, 51, ja, ist ganz nett. 40 Schaden, Feuerrate, Waffen so mit einer Shotgun, das ist ja auch interessant. Dann nehme ich mal. Wenn du hier zu mir kommst, hier ist noch eine Shotgun. Okay. Ich sehe gerade, Nachladegeschwindigkeit ist bei der Knarre, die ich von dir gekriegt habe, langsamer. Okay, ist ja interessant. Ich glaube, ich nehme den hier trotzdem erstmal raus. So. Was? Ah, ich wollte nicht vergleichen, ich wollte es ablegen. So. Und die Shotgun da rein klatschen. So, ich habe es erstmal ausgewählt. Huch! Nein! Ah, Mann, was mache ich denn da? Ich knall ja alles kaputt, aber wollte ich eigentlich nur. Also, hier, wo gucken. Ich bin, ist noch eine Shotgun. Okay. Von Walter Renz. Die kannst du zwar erst ab Level 22 nutzen, aber vielleicht ist ja dann gut. Ich bin hier oben. Warte, wo ist du oben? Hier oben siehst du mich. Warte, hier unten sind noch Sachen, die man mitnehmen kann. Was ist das? Sieh aus wie ein Teil von einer Combat-Rifle. Okay. Ja, dann haben wir jetzt alle vier. Gut, weil ich habe eben schon was davon eingesammelt. Okay, ich habe hier oben auch noch eins gefunden, deswegen. Weil ich loote hier noch eben die Spinne noch ein bisschen Kleingeld.
Und noch eine Waffe. Okay, ich habe noch eine Waffe gefunden. Da ist... So, jetzt hier rechts. Ja. Hier nochmal rechts. Ja. Jetzt folge dem Weg und hier ist ein Häuschen, da liegt links für dich eine Shotgun bereit. Aha. Ah, die ist leider schlechter von allem, aber die bringt 1700 Öcken, das ist nur. So, die Magazine noch klauen. Die kann man echt erst ab Level 22? Ja. Das ist ja eine leichte Verarsche. Ist so. Wir können die Mission wieder abliefern im Stadtgebiet. Ja, das war doch relativ easy. Und mit der haben wir so lange gebraucht, das ist ja wow. Hui, ich bin geschockt, bin ich. Ich bin geschockt, Gant. Ach, hier ist ja auch unser Auto noch, dann steige ich schon mal ein. Jo. Bam, bam, bam. Auf geht's, zurück nach der Heimat oder in die Heimat oder zu der Heimat, wie auch immer. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier richtig fahre. Ich schau mal auf die Map. Halbwegs, ja. Wenn du da vorne gleich links abbiegst, dann bist du wieder auf der Straße, die zum Anfangsgebiet ist. Hier links. Verdammt, warte mal. Was ist passiert? Der Sprung hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, was passiert ist, als du das Auto bewegt hast, ne? Ja. Hatte sich festgebackt bei mir. Was? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann auch nicht mehr schießen. Okay. Ich wurde aus dem Auto rausteleportiert, sitze aber noch im Auto. Also irgendwas ist nicht richtig hier. Kannst du versuchen auszusteigen? Ich bin wieder da. Okay, nice. Auf einmal. Das ist ja dumm. Okay. So, ich bin da. Müssen wir mal kurz gucken. Okay, ich muss... Alles klar, ich muss da längs. Komisch. Das also, ist ja okay. Das war richtig komisch. Schade, dass wir das nicht in der Aufnahme haben. Aber sah ich denn normal aus? Ja, du standest ganz normal auf der Straße. Ich konnte dich mit dem Auto wegschieben. Okay, komisch. Also ich konnte nichts mehr tun. Okay, sehr merkwürdig. Aber naja. Stopp. Wir sind da. Wie wunderbar. Ich hänge fest. Ich auch. Aber diesmal darf ich mich noch bewegen. Wenigstens etwas. Bitte. Die Fresse. Und was kriegen wir? Was kriegen wir? Eine Rifle. Ey, wir haben sogar drei neue Missionen, die wir machen können. Ich nehme alle drei schon mal an. Okay. 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 So, jetzt mal kurz gucken. Zwei Stück haben wir sogar hier noch. Oh, nice. Die eine gibt 4000, die andere 3000 XP sogar. Cool. Ich guck mal eben kurz das Rifle. Nachladegeschwindigkeit ist plus 40%, zweifacher Waffenzoom. Ich vergleiche den mal kurz mit dem Spielzeug, was ich von dir gekriegt habe. Mhm. Ist in allen Punkten besser. Ah, jetzt bin ich aus dem Menü raus. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Ich gehe immer aus dem verdammten Menü raus. Das ist grausam. So. Jetzt habe ich auch die richtige ausgewählt, oder? Jo, habe ich. Sehr schön. Wollen wir erst die Salz in der Wunde machen? Oder erst Bruce McClane finden? Der heißt Bruce McClane? Ja. Alles klar. Ein sehr komischer Name, der irgendwie Sympathie in mir weckt. Ich weiß auch nicht warum. Bruce Willis McClane will's wissen. Oh, warte. Ja, Schwannbacke. Hab ich noch nie gehört. So, erstmal, ich verkaufe erstmal den ganzen unnötigen Ranz. Launcher, Machine Gun Joe, den verkaufe ich gleich. Das ist schnell Reifel, das ist richtig. Ich kann das Reifel gleich. Wir schicken dann die Hose. Die kann das. Das ist immer. Der ist nämlich ein Blablabla. So, ich habe. Das ist schnell. Also, wie das gut ist. Wenn du das gut. Ah ja, genau. Ich habe das 259er Schild, was sich langsam. Okay, alles klar. Okay. Mann, ey, das ist doch grausam. Das ist richtig
richtig schlecht, aber irgendwie lustig. Nahkampfschaden, Rückstoß, Verringerung, okay. Kann ich was zu meinem. Update. So. Okay, darf ich nicht mal. Rocket. Combat. Granate. Okay, hat sich erledigt. Granate ist voll, das ist voll, 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 voll. Ich bin ja über. Ich bin so voll, das ist voll toll. Okay. Wo bist du? Da bist du.